Deutsche Bahn und der Tourismus im Landkreis Regen. Ein Drama in vielen Akten. Da fragt man sich doch, wie viel Schaden kann der ständige Bahnausfall noch anrichten? Verspätungen und verpasste Anschlusszüge verwandeln die Zugreise in den Bayerischen Wald für Urlauber in ein unfreiwilliges Abenteuer. Laut Bahnbevollmächtigten Heiko Büttner schaffen es nur 31% der Züge des Regionalexpress RE3 auf der Strecke München-Passau ohne Verspätung nach Plattling. Kein Wunder also, dass der Anschluss zur Waldbahn RB35 nach Bayerisch-Eisenstein oft nur noch aus der Ferne winkt. Und als ob das nicht genug wäre, kommen noch die ständigen Umbauten dazu, die das Chaos perfekt machen. Klar, für zeitlich begrenzte Bauarbeiten hat man ja Verständnis, aber muss es wirklich jedes Mal im großen Stil krachen? Liebe Deutsche Bahn AG, wie wäre es, wenn ihr das einmal ordentlich hinbekommt und dann ist aber gut mit der Störung? Die stark vom Tourismus lebt, sollten diese Probleme endlich auf das Abstellgleis geschickt werden. Urlaubsorte wie Zwiesel, Bayerisch-Eisenstein, Langdorf, Bodenmais und das gesamte Zellertal haben keine Lust mehr, ständig mit Einbußen zu rechnen. Es geht nicht darum, den Ursachenstau aufzuarbeiten. Aber Fakt ist, der Bayerische Wald inklusive Aubergebiet hat ohnehin schon genug zu kämpfen und die Übernachtungszahlen gehen auch wegen diesen Zugverspätungen zurück. Ja, die Bahn verspricht Besserung durch den Ausbau der Strecke Landshut-Plattling. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 steht das Ganze sogar als vordringlicher Bedarf. Ob dieses Versprechen angesichts der knappen Kassen aber wirklich eingehalten werden, bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit könnten einige Vermieter endgültig den Hut nehmen, obwohl die Bahn natürlich nicht das einzige Problem ist. Der Bayerische Wald und das Aubergebiet hätten definitiv etwas Besseres verdient.